Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Partie in Super Mario Galaxy. Wer beim Livestream dabei war, weiß eigentlich schon, wie weit ich gekommen bin. Allerdings hat mein PC da keinen Bock drauf, ist mal wieder abgestürzt. Und ja, machen wir das Ganze jetzt einfach nochmal. Und das war hier in der Eierplaneten-Galaxie gewesen, ne? Irgendwie hat meine Mii-Fernbedienung nicht so richtig einen Bock drauf, beziehungsweise die Sensorleiste irgendwie, die spackt gerade ein kleines bisschen rum. Aber bei hier scheint zu gehen. Und zwar ist es dieser Stern, den wir halt schon im Stream gemacht haben. Aber damit es nochmal in der Aufnahme nochmal gezeigt wird, mache ich es gerne nochmal zum dritten Mal. Ich habe jetzt eigentlich auch sonst nichts Besseres zu tun. Aber ja gut, damit es wenigstens auch in der Aufnahme mal gezeigt wird, damit wir das wenigstens schon mal haben. Weil ich weiß nicht, wie man da alternativ irgendwie hinkommt. Ich habe es nämlich etwas skillig gemacht und habe es jetzt einfach hier mit einem hohen Sprung gemacht. Wenn ich es hier mal auch mal gebacken kriege. Da kann man hier hochklettern. Ne, ich glaube nicht. Ne, geht nicht. Kann man ja nur mit einem hohen Sprung irgendwie machen, weil anders geht's irgendwie gar nicht. Nein! Ey, wie ich das hasse jetzt wieder, ne? Ich will diese Scheiße nicht lesen. Übrigens wieder mit Greenscreen am Start, ne? Seit langem. So, du hast mich wieder gerettet. Auf dich ist eben Verlass, Bruderherz. Du willst den Powerstern, oder? Den habe ich gefunden, hier. Und den habe ich nicht umsonst nochmal. Auch wenn du den schon bekommen hast, ich gebe dir gerne nochmal. Als Deko. Dass du mich zum fünften Mal gerettet hast. Yay. Naja, gut. Da haben wir das halt nochmal gemacht in der Aufnahme. Wunderbar. Und jetzt besorgen wir uns, worauf ich erst im Stream gekommen bin, wo ich auch schon dabei war, aber wie gesagt, PC-Absturz während des Streams und ich hatte keinen Bock, den Stream nochmal zwei, dreimal neu zu starten. Hier nochmal speichern. Und ja, jetzt gehen wir zum geheimen Stern, worauf ich, wie gesagt, erst im Stream gekommen bin, dass dieses Fragezeichen halt grün ist. Und wie gesagt, ich wusste gar nicht, dass das ein grüner Stern war. Ich glaube, das war noch hier in der Terrasse, glaube ich, ne? Bin mir jetzt nicht so sicher. Ich schaue jetzt einfach nochmal nach. War das hier noch gewesen? Nee. Nee. Dann war das woanders gewesen. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Wir haben doch hier irgendwo eine Liste, wo wir hier nachschauen können, ne? Ah, nee, den müssen wir ja extra den Luma hier ansprechen. Ja, eigentlich ja nicht Rosalina direkt jetzt so. Nein. Dankeschön. Hier, dafür. Jetzt muss ich kurz nachschauen, wo das jetzt war. Badezimmer, oder? Kann das sein? Hier irgendwo? Nee, mal die Liste vielleicht. Ah, nee. Da steht nur da drin, was wir bis jetzt momentan gesammelt haben. Verdammt. Okay, dann bringt mir das auch nicht so viel. Dann schaue ich jetzt schnell im Badezimmer, ob da jetzt irgendwas ist. Wenn nicht, müsste es eigentlich dann dafür in der Küche sein. Würde ich mal ganz stark mal behaupten, ne? Wenn es hier natürlich nicht drin ist. Na, hier auch nicht. Verdammt! Dann ist es doch in der Küche. Falls ich es nicht vergesse, werde ich jetzt die einzelnen Dinger kurz cutten, damit es nicht so etwas langweilig rüberkommt. Na, mal schauen. Mal schauen. So, jetzt bewegen wir uns hier schnell in der Küche. Weil da kann das nämlich dann nur so sein. Was hat das aber mit diesem komischen Luma zu tun? Der sieht auch aus wie so ein Luma-Vielfraß. Das hat aber irgendwas mit Sternen zu tun. Ach so, nee. Nein, will ich nicht. Weg damit.
Hab ich sowieso schon, vor allem auch woanders hinbewegen. Bringt ja sehr viel, ne? Wow. Und das One-Up dazu zu bekommen, ist irgendwie noch eine Meisterleistung, denke ich mal. Ah, fuck, ich wollte es skillig machen und dann halt nicht. Ja, fail noch richtig hart, ne? So, dann kann es auf jeden Fall nur hier sein. Der erste grüne Stern. Den habe ich noch nicht übrigens, den habe ich noch nicht. Hier, da ist er. So, nochmal aktuell dorthin. Im Stream war ich ja schon fast bereit, den einzusammeln, sagen wir es mal so. Die Marinefestung, yay. Machen wir das hier nochmal. Wir haben gerade angekannt, 6 Minuten. Also ist es gar nicht mal so scheiße. Also darf ich mich erstmal wieder schön ins Wasser begeben. In dieser wunderbaren Steuerung unter Wasser. Die ich richtig hart feiere. Kappa. So. Diese Kugel da interessiert uns nicht, sondern nur die eine Röhre hier, die aufgemacht werden muss. Jetzt müsste gleich Torpedo kommen, danke dafür. Mach das mal auf. Dankeschön. So, da gönnen wir uns dann gleich hier, wenn Mario mal Lust drauf hat. Dankeschön. Ich mag die Steuerung unter Wasser einfach gar nicht. Das ist so ätzend. Weil hier darf ich sogar die Kugelwillis behalten. Muss ich es sogar behalten. Also sagen wir es mal so, mindestens einen davon. Nicht alle, wenn alle hier aufeinander hier. Ja, das könnte was werden. Ja, ja. Nein, er trifft mich. Du Honk. Piss dich. Kugelwilli. Kugelwilli, irgendeiner. Kommt mal her. Komm schon. Komm schon. Ja, sieht gut aus. Nein, schon wieder. Richtig unnötig. Nein, nicht ins normale Wasser. Die ganze Arbeit nochmal für umsonst, um nochmal zur Röhre da hinzuschwimmen. Nee, komm. Komm, es ist doch nicht so schwer. Ja, danke. Sehr schön. Und da ist unser erster grüner Stern. Wunderbar. Der sieht voll klein aus. Warum ist denn der so klein? Die grünen Sterne, nee, steht aber da Sterne erhalten. Warum steht da nicht da grüner Stern? Sind die wohl was Besonderes? Aber wir haben den Stern jetzt auch endlich mal bekommen. Unser 39. Stern. Wunderbar, Galaxie komplett sogar. Och, na dann. Nice. So, was hat der Luma so zu sagen? Sieht so aus, als hättest du einen grünen Powerstern erhalten. Grüne Powersterne haben besondere Fähigkeiten. Ach, das hat es damit zu tun. Ach so, ich denke, das hat was mit Luigi zu tun. Okay. Wenn du mehr wissen willst, frag den grünen Luma. Er ist die Personifikation eines grünen Powersterns. Machen wir noch gerne. War ich schon wunderbar natürlich auch. Und gehen mal direkt dorthin, um mal ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Ja, du sollst nicht direkt ins Tod reinstürzen. Aber okay. Sprechen wir den mal an. Danke, dass du mich gerettet hast. Wie gerettet? Du warst doch vorher doch gar nicht anwesend. Ja gut, danke. Ah nee, das hat was mit dem Stern zu tun. Nee, gut, alles klar. Ich bin ein Wächter der Challenge-Galaxien. Och nee. Och nee, sagt schon alles. Um das Tor zu den Prüfungen wieder herzuerwecken, wird die Kraft von zwei weiteren Wächtern benötigt. Och, na dann. Na dann. Challenge, ja, das sagt schon alles. Aber gut, dann brauchen wir zum Glück noch zwei. Wir machen auf jeden Fall weiter mit der Küche. Was anderes bleibt uns sowieso nichts übrig. Außer wenn da noch spontan noch ein Komet kommt, was ich zwar jetzt nicht denke, jetzt noch hier für diesen Part. Aber sonst kümmern wir uns hier. Wenn ich es mal gebacken kriege. Dankeschön. Weiter zur Küche.
Wir müssen ja noch den einen Stern einsammeln in dieser Phantomgalaxie. Habe ich den Namen richtig gesagt? Okay, Phantomgalaxie. Wunderbar. Ich habe doch nicht gefehlt. Yay. Nice. Gut. Und der Stern lautet Weltallschutz und der Geisterboss. Oh, es ist mal wieder Bosszeit, Leute. Es ist wieder Bosszeit. Bin mal gespannt, wer es ist. Na, wahrscheinlich irgend so ein Buu, ne? Heißt denn nicht so das Geisterboss? Mal schauen. Oh, es ist seit langem mal wieder ein Boss. Es wird mal wieder Zeit. Bin mal gespannt, wer es diesmal ist. Ich denke mal, keine Ahnung, weil das hier so schön passt. Denke ich mal, vielleicht irgendein Buhu, irgend so ein Riesenbuhu oder so vielleicht. Würde ich jetzt mal so ganz spontan mal behaupten oder so. Kann ja sein. Nein, Junge. Chillt mal, Alter. Nein, ich krieg den nicht mehr. So, jetzt aber. Bam. So, besiege ich euch mal etwas leichter. Und dann kann man das noch leichter machen. Nein, ich bin gleich tot, bin ich blöd. Nee. Wenn ich... Ob jetzt hier so ein Kettenhund kommt? Wahrscheinlich. Boah. Ich bin noch nicht tot. Ich bin wieder voll. Das gefällt mir. Hä, oder hat das jetzt was mit diesem Buu zu tun? Das ist so ein ganz dunkler. Fuck. Hä? Hä, das sieht auch ganz anders aus auf einmal. Lol. Hä? Ja, der Buu kommt wahrscheinlich jetzt gleich aus dem Gemälde raus. Ne? Ja, war klar. Hä, wie sieht denn der aus? Was ist... Hä, der bewegt sich voll schnell. What the fuck? Was ist mit dem los? Ist der auf Drogen? Warum ist denn der überhaupt schwarz? Der explodiert? Der explodiert? Ist das ein... Ist es irgendwie ein Bob-Omb als Buhu oder wie? What the fuck? Da ist einfach mal so ein Tod drin in so einem Kasten. Lol. Zum anderen Seite finde ich es etwas verstörend, wie der ankommt. Und zum anderen Seite muss ich sagen, dass er sogar voll geil ist. komm nochmal her. Nein, scheiße. Da kann er wahrscheinlich auch selbst explodieren, wenn er Mario zu nahe kommt, denke ich mal. Ich will das aber nicht austesten. Deswegen, komm, geh weg. Ja, ja, so jetzt auch wieder nicht, ne? Eigentlich muss das hier noch hier kaputt machen. Der dehnt ja voll aus, Alter. Ja, richtig krank. Aber es ist so ein Buhu-Bob-Omb. Ey, ist ja übelst heftig. Die andere Seite wahrscheinlich auch. Ah, ne. Existiert noch nicht mal so richtig. So eine andere Seite. So, gönnen wir uns nochmal hier die paar Sternchen hier. Nun gehen wir ja erstmal weiter, wenn ich es mal gebacken kriege. Ach, da wäre noch was gewesen. Ach, jetzt ist auch zu spät. Okay, was war das gerade gewesen? Egal. Ah, die Spinnen, geht weg. Geht weg, ihr Spinnen. Ihr seid unnötig. Und ich hasse euch. Ja, genau. Geh mal weg da, bitte. Dankeschön. Schade, bringt nicht viel. Da muss ich mich dahin. Irgendwie. Wie denn überhaupt? Das wird so belastend. Aber das geht sogar noch voll klar. Zum Glück. Okay, das war irgendeine Seele wahrscheinlich gewesen oder so, keine Ahnung. Ah, das wird jetzt wieder so belastend, so etwas. Ah, ich will mal aim, also gehen wir direkt dahin. So, perfekt. Und jetzt sind wir hier. Bei einer weiteren Phase auch wieder diese Buhu-Pop-Oms. Aber wie gesagt, zum anderen Teil sind sie etwas... Mehr oder weniger verstörend und zum Teil finde ich sie auch wieder geil. Wir haben ein geiles Feature.
Ah, muss ich es auch noch einsammeln. Genau. Oh, der war schön. Der war richtig schön. So, zwei brauchen wir noch. Wo sind die jetzt hier? Achso, der eine ist hier. Ah, da muss man richtig zielen können. Das ist wieder so etwas belastend. Aber das geht eigentlich voll klar. So, hier zu diesem Mini-Stern hier hin. So, perfekt. War doch gar nicht so schwer. Diese Mini-Sterne. Diese Mini-Sterne. Nee, nee, nee. Brauche ich nicht. Will ich nicht. So, jetzt ganz vorsichtig. Ah, wobei. Okay, das war ein bisschen knapp. Hä? Hallo? Ach so. Weil das etwas gestört hat. Nein! Als ob, wie dämlich war denn das? Alter, wie dämlich. Oh, nee. Also, na, zum Glück ist hier wie so eine Art Checkpoint gewesen. Zum Glück. Boah, Alter. Übelst dumm. Komm, das geht wenigstens schnell. Ne, das machen wir easy. Das machen wir hier wieder so. So, perfekt. Wunderbar. Ne, nicht nochmal. So, einmal so. Wieder so. Und dann irgendwie wieder so. So, war doch gar nicht so schwer. Warum habe ich mich übelst dumm angestellt? Oh, nee, wie dumm. Jetzt darf ich hier da drauflaufen oder was? Oh, nee, mit diesen Dings auch noch. Ah, nee. Das geht. Ah, achso, als wie so eine Art Trampolin. Okay, gut. Noch ein One-Up. Aber wenn hier ein Boss kommt, dann müsste ich doch wieder so einen Kraftpilz bekommen, oder nicht? Ah, der kommt wahrscheinlich noch. Darf ich wieder so drauf? Dankeschön. Bisschen dünn hier, ne? Nein, scheiße. Okay. Wunderbar. Ja, wir kommen langsam schon näher hier. Und so wie es aussieht, sehen wir sogar schon da. Ach, wir dürfen uns hier entscheiden mal wieder. Na, ich nehme auf jeden Fall Kraftpilz. Also, Wunder. Ne. Definitiv. Hier, ein Kraftpilz. Im Moment verkaufen wir etwas überaus Nützliches für 30 Sternteile. Achso, ja klar. Ja, hier, maximale Kraft hier, also keine One-Up hier, komm. Wir haben genug, es reicht. Gib uns diesen Kraftpilz. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich auf den Boss gespannt. Wer ist es? Komm. Okay. Okay. Ich hätte es mit Buhu oder irgendwas gerechnet, aber hä? Hey, what the fuck? Hey, das ist eigentlich. Hier, komm. Einfach hier rein und gut ist. Man muss ihn einfach nur ein paar Mal treffen, wahrscheinlich. Und dann kann man ihn irgendwie übelst verwundern. Sogar zwei auf einmal. Aber nicht so besonders. So, und jetzt? Achso, nochmal treffen. Jetzt in sein Inneres quasi. Nein, nicht Buhu in Buhu. Scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie ob der die ganze Zeit jetzt hier so rumschwebt in dieser komischen Gestalt. Na, jetzt schon. Daumen wäre ja übelst unnötig. Nee, komm. Du hast ja noch ein bisschen mehr auf Lager. Komm schon. Och, Hände. Oh, jetzt wird es vielleicht etwas interessanter. Mal schauen. Wow, wow. Okay, das war knapp. Das war knapp. Aber wenn er jetzt hier diese Tiki-Moves macht, hier aus hier Donkey Kong Country Returns, dann würde ich das jetzt etwas unnötig finden, ne? Aber so ein bisschen so. Kommt so ein bisschen rüber. Wie dieser Tiki-König aus DKCR. Ah, einfach dasselbe Schema nochmal machen. Nur erstmal die Hände kaputt machen. Oh nein, du sollst nicht irgendwelche Steine da treffen. Bist du dumm? Komm, ich brauch dich. Nein!
Toll. Jetzt komm ich gar nicht mehr drüber. Nee, doch. Hä, hey, voll easy. Ah, hier ist noch so ein Buhu aufgetaucht. Komm, ich brauch dich. So, jetzt haben wir zwei Hände, beziehungsweise alle beide. Etwas schon mal getroffen. Komm, nochmal. Wir können aber ihn auch direkt treffen. Ich glaube, das macht mehr Sinn, oder? Scheiß auf die Hände. Wir treffen ihn direkt. Oder? Das bringt nicht viel. Wir müssen trotzdem, glaube ich, die Hände als erstes, glaube ich, kaputt schlagen. Ja, ich kann ja trotzdem drum rumlaufen. Hehehe. Lol. Also, wenn ich mich jetzt nicht noch so zu dumm anstelle, würde ich bis jetzt sagen, der Boss ist bis jetzt richtig easy. Wofür? Warum ist das so ein Goldner? Achso, das ist nur so eine Münze zum Aufladen wahrscheinlich und dann wahrscheinlich wieder. Ah, der war schön. Scheiß auf die Hand. Na, okay, gut. Nee, egal. Egal. Bis jetzt auch nicht einmal getroffen. Das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Das Karma kommt gleich. Ah, jetzt wird er auf sein Inneres. Komm. Jetzt will ich Buhus haben. Komm, in die Fresse. Bam. Nee, komm. Der muss noch ein drittes Leben haben. Komm. Komm. Ey, die ganzen Bosse vorher, wie jetzt der hier und der Oktotyp und die Piranha-Pflanze, die haben zwei Leben gehabt. Nee, warte mal, die Piranha-Pflanze hat, glaube ich, sogar drei gehabt. What the fuck? Der war übelst easy. Der war übelst easy. What the hell? What the hell? Hä? Der war übelst easy. Ich hab den Kraftpilz noch nicht mal gebraucht. Lol. Hätte ich gedacht, dass der jetzt so einfach ist, ne? Ey, nee. Lol. Ich glaube, das ist ein wunderbarer Partschluss. Geil. Ah, cool. Cool. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ich speichere trotzdem vorher nochmal selber ab. Ah, nee, kann ich nicht, weil schon gespeichert wurde automatisch. Na gut, egal, dann lasse ich es halt bleiben. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat für diesen wunderbaren Part, gebt gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, würde ich mich gerne über ein Abo freuen und die Glocke aktivieren, um keine Videos zu verpassen. Und ich bin nicht Abo-geil, Like-geil oder sonst was. Alles freiwillig. Und ja, dann würde ich sagen, bis dann bei der Part hier in Super Mario Galaxy. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Macht's gut.